Hallo und herzlich willkommen zu Red Metal Cat und Grand Theft Auto 3. Ich bin Maurice, wie immer mit dabei, der Andreas, hallo. Ja, hi, Part 15 und ja, wie üblich, das Taxi. Aber warum hast du hier nicht ein neues Taxi genommen? Ja, das qualmt und ich will Geld haben. Was du nicht alles fürs Geld machst. Ja, in diesem Part kommt eine sehr, sehr prägnante Mission, an die du dich bestimmt auch erinnern wirst. Und die ich trotz eines kleinen Makels perfekt meistern werde, keine Sorge. Ich bin halt so gut. Ja. Bin halt einfach so geil. Ja, dann bin ich mal gespannt. Man sieht, du hast wie üblich das erste Auto direkt geschrottet in der ersten Minute. Ja komm, das hat schon schwarz gequalmt. Also ja, muss so viel muss ich ja nicht mehr dazu sagen. Und außerdem, wir wissen ja, du machst das ja eigentlich nur fürs Geld. Ja. Es wäre mal schön, wenn man echt fürs Geld, fürs Autoschrotten Geld bekommen würde. Ja, das wäre mal eine schöne Abwechslung. Dann bräuchte man nicht so viel Angst haben davor, das Auto kaputt zu machen, sondern wird dafür sogar noch belohnt. Das ist Wahnsinn. Ah, wo will der schon wieder hin? Ja, ich hatte vermutet, dass hier ein Päckchen ist. Ich glaube, das ist in Vice City Stories der Fall, aber hier leider nicht. War ich ein bisschen enttäuscht. Ja, aber Lebensenergie wäre da hinten gewesen. Ich habe genug. Ja, ich weiß, aber es ist schon mal gut zu wissen, wo man welche findet, wenn man Unsinn macht, wie hier zum Beispiel. Aktionen, die einen sehr schnell umbringen können. Ja. Und entsprechend, weil das halt neben einem anderen Auto steht, habe ich mir gedacht, ach komm, guckst du das an. Ja, die Chance ist sehr groß, dass das andere auch anfängt zu brennen und dass du dann auch noch doppelt abkassierst. Ja. Dafür bekomme ich aber, glaube ich, kein Geld. Doch, ich meine, es wäre ein ganz klein bisschen gerade hochgegangen, oder sah das jetzt nur so aus in dem Video? Da habe ich jetzt dummerweise nicht drauf geachtet. Aber es war irgendwie nur so ein ganz kleiner Kleckerbetrag. Aber ich will jetzt auch nicht zurückspulen. Ja. Das kann ja jemand in den Kommentaren schreiben, der jetzt zufällig drauf geachtet hat. Ja, also wir haben ja im letzten Part Catalina bei dem Schiff gesehen. Und jetzt sollen wir das Schiff in seine Einzelteile zerlegen. Das klingt doch nach einer Mission, da bist du doch zu geboren. Ja, und die Cutscene, die dann am Ende spielt, dieser Mission, eine der geilsten Cutscenes ever, von der Art und Weise, wie es gemacht ist. Freu dich drauf. Hast was zum Vorausblicken? Das ist auf jeden Fall schön und unsere Zuschauer werden sich hoffentlich auch drauf freuen. Ja, das Problem ist, das ist eine der Missionen, die Geld kostet. Und zwar 100.000. Und das ist nicht wenig. Ja. Auch für GTA-Verhältnisse nicht. Und jetzt hier, guck mal, die Abkürzung des Jahres. Wow. Bam. Ja, weil 8-Ball ist da gleich in dem Hangar da vorne. Das ist mal wieder ein sehr hartnäckiger Zaun, ne? Aber er geht zumindest kaputt. Ja. Es wäre jetzt natürlich gewesen, wenn das jetzt auch noch ein unzerstörbarer Zaun wäre. Da müsste ich nochmal außen rumlaufen. Ey. Da hätte ich jetzt aber auch keine Lust drauf. Da finde ich dann die Missionsmarkierung mal wieder nicht. Ach, da ist er doch. So, Teil 2. Also sind wir mal gespannt. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover. Ja, da steht's mit dem Geld, ja. Ja. Ja, das ist immer so eine Sache, die finde ich immer so ein bisschen kritisch, wenn Open-World-Spiele dann solche Voraussetzungen dann haben, dass du, bevor du die Mission antreten kannst, erstmal zum Beispiel Geld sammeln musst oder sowas. Wobei das in GTA 3 halt nicht so schlimm ist, weil du siehst es ja, ich habe genug Geld, ohne Nebenmission zu machen. Und außerdem kannst du die außer Waffen nichts kaufen in dem Spiel. Da ist die Balance noch so halbwegs in Ordnung. Das stimmt schon, aber ich erinnere mich, glaube ich, daran, beim ersten Saints Row war das, glaube ich, so. Da musste man sich diese Marken da erspielen, um die Missionen freizuschalten. War das nicht so? Und das fand ich so nervig. Ich bin nämlich irgendwann tatsächlich nicht mehr vernünftig weitergekommen, weil ich keine mehr freispielen konnte irgendwie. Und dann hing ich irgendwie fest. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, aber ich konnte mir an einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel keine Marken mehr frei spielen. Das war echt sehr nervig. Ich fand das erste Saints Row in Ordnung, aber es war halt der einzige GTA-Ersatz auf der 360 damals. Ja, ich habe es mir hauptsächlich wegen der Optik gekauft. Muss man dazu sagen. Es sah halt cool aus und neue Konsole und Open-World-Spiel sieht nett aus und gibt man sich mal, aber an den Variantenreichtum eines GTA konnte das nicht ranreichen, muss man dazu sagen. Und dann kam GTA 4 raus und war noch ärmer in Sachen Variation. Ja. also,
wer mir heute noch sagt, er mag GTA 4 nicht, dem kann ich voll ganz nachvollziehen. Also ich fand das damals, als es rausgekommen ist, auch scheiße. Bei mir war das ja so, ich habe GTA 4, wo es rausgekommen ist, direkt gekauft, hab's gespielt und hab keine Lust gehabt, es zu Ende zu spielen. Hab's irgendwann einfach weggelegt, weil ich mir dachte, nee, du bist enttäuscht und hab's erstmal weggelegt. Dann kam ja nochmal so eine Hypewelle raus, wo es für den PC umgesetzt wurde. Das kam ja erst ein paar Monate oder war es sogar ein ganzes Jahr, ich weiß nicht, später. Dann habe ich es nochmal eingelegt, habe weitergespielt und dann habe ich es auch wirklich durchgespielt, also zu Ende gespielt. Aber wie gesagt, ich habe es erstmal eine ganze Weile lang liegen lassen, weil ich erstmal enttäuscht war. Ja, ich habe es, ich fand es, irgendwann hat es einfach Klick gemacht. Bei mir als GTA-Nerd hat es dann funktioniert. Ich habe gesehen, was das Spiel gut macht. Und da konnte ich dann einsehen, dass das ein gewagtes Experiment war. Aber wie gesagt, ich kann durchaus jeden verstehen, der mir sagt, er findet es scheiße. Wie gesagt, also ich fand es am Anfang ja auch grausam. Ja, richtig bei Begeisterung war ich eigentlich bei Ballad of Gay Tony wieder dabei. Also da hat es mich wieder richtig gepackt. Also Lost and Damned war auch wieder ganz nett, aber so richtig gepackt hat es mich wieder mit Ballad of Gay Tony. Das war halt für mich wieder einfach das Optimale. Ja. So, ich gehe jetzt gleich nochmal zurück und mach da, wie gesagt, den fatalen Fehler. Etwas, was es seit GTA 3 nicht mehr gab, diese Pillen, ich weiß nicht, was das für Pillen sein sollen, vielleicht dieses Pentazamin oder so aus Metal Gear Solid. Ich wollte gerade sagen, dieses Ding, womit man besser, ich sag mal, stabiler die das Gewehr halten kann, ne? Das ist das Zeitloop, also Zeitlupenfunktion. Die schaltet alles in Zeitlupe. Ja. Was ich nicht wusste mehr, wenn man in ein Fahrzeug steigt, wird das resettet. Ich habe das Ding also umsonst benutzt. Okay. Weil das macht diese Mission eigentlich wesentlich einfacher. Und ich dachte nur so, nee, oder Spiel, nee, oder? Aber das Resetten ist ja jetzt sehr gemein. Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Oh. Ach Gott. Und einfach nur, weil du dir diesen kleinen Weg dann ein bisschen angenehmer gestalten wolltest und zack, ist es weg. Ja. Also, ich lasse die Mission jetzt hier einfacher aussehen, als sie ist. Aber bei den ersten Versuchen hatte ich auch Probleme damit. Du wirst gleich meine Sharpshooter-Skills kennenlernen. Ja, aber ich erinnere mich noch an die Mission. Das ist eine der Missionen, an die ich mich jetzt auch schon direkt beim Zusehen erinnere. Ja, du siehst, wie ich hier rumspacke, aber trotzdem treffe. Ja, ja gut, mit den roten Kisten ist natürlich einfach. Ja, und ich schneide überraschend gut ab, muss ich sagen. Also, du siehst 8-Ball noch gar nicht. Normalerweise rennt er immer schon rum, sobald ich die Leute auf dem Dach abschieße. Aber hier bin ich wirklich so schnell, dass die alle schon Geschichte sind, bevor 8-Ball da überhaupt einen ersten Schritt war. Ich bin auch jetzt ehrlich wirklich überrascht, dass du da so flott bist. Gerade wenn ich bedenke, du musstest ja zwangsläufig mit dem Pad gespielt haben an der Konsole. Und das ist schon krass. Ich bin halt einfach der Geilste. Also, sagt nichts anderes, zumindest die Wahrheit ist. Jetzt die Cutscene übrigens, die ich so klasse finde. Ja, dauert. Ah, jetzt kommt gleich, ja. Das ist, glaube ich, einer der berühmtesten Shots, der auch öfter in den Trailern benutzt wurde. Eieiei. Bombenstimmung, sage ich nur. Ja. Natürlich, ist ein GTA. Da kommt immer Bombenstimmung auf. Oh. Na, wenn das nicht mal ein Effekt war hier. Wow. Das Geile ist ja, das ist jetzt wirklich das ganze Spiel über gesunken. Und, das ist ein Rechenaufwand, der für ein PS2-Spiel echt schon überraschend groß ist. Dass er sich halt merken muss, jetzt dauerhaft ist dieses Gebiet hier, ist dieses Schiff dort gesunken. Ja. Und da hast du auch deine Auslagen wieder zurück, die du am Anfang tätigen musstest. Plus sogar einen kleinen Bonus, ja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also du wurdest... Und weil ich halt so geil war, sage ich mir dann halt zu diesem Zeitpunkt, ja, fahren wir nach Hause mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ja. Es klingt irgendwie so, als wäre noch was schief gelaufen. Nein. Guckt doch auf die Zeit. Ich habe nur noch eine Minute und das reicht gerade so, um zum Speicher zu kommen. Und noch einen Unfall zu machen. Komm, gib's doch zu. Das habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung. Okay. Aber ich glaube nicht, nee. Ja, da bist du über eine rote Ampel gefahren. Als wäre das was Neues. Ja. Nee, das stimmt schon. Bevor die Zeit um ist, was ich an GTA nie verstehen werde, ist, dass die KI dich als normalen Straßenbürger, als Mitglied des Straßenverkehrs nicht akzeptiert. Du fährst normal und die rammen dich immer. Ja. Selbst wenn du versuchst, dich an das Gesetz zu halten. Die KI nimmt dich irgendwie nicht wahr. Da müssen wir echt noch dran schrauben. Das hat bisher noch kein GTA hinbekommen. Das stimmt, aber gut. Da muss ich dir recht geben. Das war's dann auch schon wieder. Ja, mehr dann im nächsten Part. Macht es gut.
Bis dann.